Zandl Media präsentiert. Missing, ein interaktiver Thriller. Zum Starten eine beliebige Taste drücken. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Channel. Wir spielen heute Missing, einen interaktiven Thriller. Es handelt sich dabei um Missing, das Spiel ist ein interaktiver Thriller. Und wie man bereits sieht, an dem jungen Mann hier, er scheint Probleme zu haben. Er hängt mit einem Karo-Shirt in einem Raum. Das wünscht man wirklich niemand, so ein Karo-Shirt. Das sollte keiner erleiden müssen. Man sieht auch, der junge Mann ist unrasiert und ein bisschen nachdenklich auch. Karo-Shirts. Nein. Geißel der Menschheit. Hier ein Bild von Andreas Türk an der Tür. Da wird man schnell mal nachdenklich. Und hier gerade noch ein Schloss und eine Flasche Wasser. Und ein junger Mann mit einer merkwürdigen Handfessel. Es könnte auch eine Uhr sein. Den Reflink findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So, die habe ich mir mal gegönnt, diese Uhr. So. Und wir lassen uns mal überraschen. Jetzt macht er hier gerade Hanteltraining, wie es aussieht. Es könnte auch eine Schaukel sein. Play with me. Und er versucht, an das Foto von Andreas Türk zu kommen. Es ist wahrscheinlich eine Autogrammkarte. Ich kann es mir nicht anders erklären. Es muss eine Autogrammkarte sein. Jetzt besoffen in der Ecke gerade. Wir legen gleich los. Wir legen gleich los. Wir beobachten das Geschehen nur gerade. Wie gesagt, wir spielen einen interaktiven Thriller. Es ist eine Art Filmspiel. Spielfilm sozusagen. Also wirklich ein Spielfilm. Ein Film, den man spielen kann. Und ich würde sagen, Episode fortsetzen. Kann ich hier nicht... Ich mach mal das Profil wechseln. Ich habe nämlich schon mal angetestet. Das war, ich glaube, gestern. Ich hab's nur mal angetestet, ob's läuft. So, neues Spiel, neues Glück. Ja, finde ich toll. Und jetzt... legen wir mal los. Ich würde wirklich gerne loslegen. Es wäre sehr schön. Ich drücke hier. Ein Mann. Ein Karohemd. Ein Schloss. Tetris am Armband. Spiel mit mir. Hä? Spielen? Wie? Brauch ich nicht. Andreas Türk. Das Schloss. Und eine Flasche Wasser. Muss aufstehen. Hab das Stehen verlernt. Anderes Bein, anderes Bein. Kommt schon das andere Bein. Ja. Andreas, bist du das? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Moment, ich blende mich ganz kurz professionell ein. Hallo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe fast habe ich ein bisschen das Gefühl, der Mann wird gegen seinen Willen festgehalten. Ich bin mir sicher. Aber zum Glück, wenn ich Kidnapper bin und ich fessle einen Mann mit Karohemd bei mir im Keller neben dem Andreas Türk-Foto, dann würde ich doch nie... Wer hängt denn den Schlüssel... Okay, pass auf, wir nehmen den Schlüssel. Ich meine, hier ist ja der Finger. Der muss mit einem Finger dahin grabbeln, hat den Schlüssel. Es ist so einfach. Der
der Schlüssel hängt hier. Hier ist sein Finger. Man könnte doch ganz easy, oder mit der Kette. Die Kette ist nach hier gebogen. Da kann mit der Hand einfach dahin gehen, den Schlüssel nehmen. Was macht er? Ich frag nicht nach. Ich frag einfach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gucken uns mal das Tetris-Schloss am Arm an. Ich habe da eine Befürchtung. Der Schlüssel ist hier, ne? Finger hier, Kette da. Einfach so nehmen, ist die eine Alternative. Oder wir können diesen Arm hier brechen, diese Hand hier, dieses Handgelenk brechen und mit dem Handgelenk das Ding hier lösen und hin und her schieben. Ja, das geht offenbar. Ist ja ein Traum. Okay. Ach so, und jetzt können wir mit der anderen Hand den Schlüssel nehmen. Mit dem gebrochenen Handgelenk ist das kein Problem mehr. Wir müssen ihn aber erst ins Inventar tun, um dann das Schloss zu öffnen, denn sonst weiß man nicht, was getan werden muss. Ah, ist schon cool gemacht. Ich muss zugeben, es ist cool gemacht. So. Andreas Türk, Autogrammkarte. Ein Schloss. Is anybody out there? Let me out! Come on! Let me out! So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich muss mich ein paar Mal ausblenden. Und jetzt geht das Spiel natürlich erst richtig los. Wir haben hier eine Tür. Mit einem Schloss, wo drauf steht... Da steht drauf Kaka. Da steht wirklich Kaka drauf. Okay, wir müssen das Kaka-Schloss irgendwie öffnen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie genau. Also durchsuchen wir erstmal. Da sieht man ja schon, da klemmt irgendwas im Mantel. Aha. Eine Taschenlampe. Und dahinter sehe ich auch noch was. Aha, ein Schnipsel. Sonst... Achso, hier ist wieder das Kaka-Schloss. Da müssen wir mal später gucken wahrscheinlich. Hier... Da ist auch noch ein Schnipsel. Und hier nehme ich an... Das kriegen wir wahrscheinlich noch nicht auf. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz. Ich gucke mal ganz kurz weiter rum. Da ist eine Tür, die aufschwingt. Diese Tür ist offen. Warte mal, da unten ist auch noch was. Okay, noch ein Schnipsel. So, mal schauen. Es ist dunkel. Was ist das? Hier ist ein Schwangerschaftstest. Oder ein Marker, ein gelber. Hier ist noch ein Schnipsel. Können wir die zusammentun, die Schnipsel? Das geht offenbar nicht. Na gut. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Lalalala. Lala. Hier ist eine Hand. Ah. Cool. Okay, hier ist irgendwie diese Noten. Mitte, oben, unten, unten, Mitte. Mitte, oben, unten, unten, Mitte. Mitte, oben, unten, unten, Mitte. Na, so ein Zufall. Quietsch. Das ist irgendwie cool, ich weiß nicht warum. Lass mich raus! Okay, hier unten haben wir noch einen Schnipsel. So, was machen wir jetzt? Hier können wir Zeitungen angeblich nehmen. Okay, es ist nicht die Zeitung, hier unten kann man die Tür nehmen. Und dreimal darf ich raten, wo die Schnipsel reinkommen. So. Warte. Das hier wahrscheinlich dahin. Dieser hier dahin. Der hier da. Okay. Das Schöne ist, wir müssen hier, wir haben ja so ein Worträtsel, da muss man Wörter, also Wörter hier in den Kästchen finden, wie hier unten, lalala. Das Schöne an diesen Wörtern ist, wenn ich das gerade so sehe, aggressive, shamed, bitter, disappointed, enraged, hateful, hostile, infuriated. Ich glaube, wir lesen gerade die Bild der Frau. Ich weiß nicht genau. Okay, hier sehe ich schon mal hateful. Hateful. So. Infuriated. Harret. Harret? Raret? Ja, das Raret ist immer schlimm. Hamedi. Hamedolit. Ah, nee, ashamed. Ashamed, passt ja. Okay. Paint hatten wir, glaube ich, auch. Panic und powerless.
Panic haben wir hier. Powerless, 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 powerless. Kennst du vielleicht die Powerless-Gehölz? Das war früher so eine Serie auf Cartoon Network. Okay, Nervous, Miserable, Lost. Lost bin ich gerade mit der Maus drüber. Nervous, Miserable, Hostile, Hostile, Enraged, Enraged, Enraged. Ich suche gerade die E's. E's. Gewisser. Aggressive. Ah, Aggressive haben wir hier. Bitter Disappointed. Disappointed. Bitter. Und Enraged. Enraged. Aha. Und damit kann ich jetzt was anfangen? Ich, was? Kann ich damit jetzt nicht irgendwie, hat uns das nichts gebracht? Was? Aber wir müssen doch hier, ich dachte jetzt kriegen wir hier so einen tollen Hinweis, wir brauchen 5 Buchstaben für das Kackerschloss. Raka, Saka, Taka, Tuka, Waka. Waka, Waka, Waka. Zaka. Kaka. Play with me. Wie kommen wir... Nee, 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 nee. Haben wir noch irgendwas hier im Inventar? Heke. S-A-R-A-H. 1, 2, 3, 4, 5. Sarah. Heke sind 4. Probieren wir es mal einfach. Geht das? Sah? Ah, das geht. Sahara. Das Telefon läutet, Kato. Das Bettphone. Commissioner Gordon ruft an. Na, das wird immer spannender. Da hat der Anrufbeantworter angerufen und wir stecken jetzt da unten fest. Und jetzt geht's, glaube ich, erst richtig los. Braunschweig, Weststadt. 20.15 Uhr. Old Man Gronk trinkt einen Schluck Kaffee nach einem harten Arbeitstag. Ja, so aussteigen. Scheiß drauf, Tür zu. Ich hab Feierabend, Freunde. Ja. So, Zandel. Aha, Zandel im Kofferraum. Je me souviens. Wir sind
In Kanada? Erstmal schön die Gummihandschuhe für heute Abend. Nachher kommen noch Gäste. Was ist das hier? Kann ich nicht. Taschenlampe. Das war's. Officer Lambert? That's the one. Yeah. The vehicle is registered to Newcastle Construction. Did you find anything? Signs of struggle, so I called it in. Good. Müssen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen wieder, ne? Wir schwanken hier gerade so. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, die Webcam anzumachen, weil das hier alles so Fullscreen ist, so auf Film-Action. Hallo? Habe ich Schlüssel? Nee. Na dann schauen wir mal. Das ist der Wagen. Mhm. Da vorne lagen Zähne. Irgendwas Verdächtiges da unten? Nein. Normales, ausgeschlagenes Glas. Alltag in der Weststadt. So, Newcastle Architecture, da, also ein Architekt. Das ist ja geil. Sieht man den Kameramann im Spiegel? Nee, leider nicht. Das ist ja voll geil. Ich kann die Tür gerade selber auf und zu machen. Scheißwagen, Scheißwagen. Voll gut. Ist das auch eine Autogrammkarte von Andreas Türk? Verdächtig. Der hatte doch mal eine Talkshow in den 90ern. Das Saxophon. So, weißt du was? Hallo. Da bin ich wieder. Und jetzt überlegen wir uns mal, wir haben gerade die Autogrammkarte von Andreas Türk auch hier im Handschuhfach gefunden. Was macht die da? Wieso gibt es davon mehrere Abzüge? Scheint es sich um einen Fanclub zu handeln? Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Wir können da rumgrabbeln. Wir können uns aber keine Baupläne angucken. Warum, weiß ich nicht genau. Kann ich auf die Hupe drücken und nervig sein? Leider nicht. Schade. Kann ich hier vielleicht noch? Nein, die Gummihandschuhe haben wir an, die Taschenlampe benutzen wir. Hier haben wir schon alles weggeklickt. Kann ich überhaupt noch irgendwas machen? Hier liegen nur noch saure Zungen auf dem Beifahrersitz. Und hier noch ein Eimer mit irgendwas. Warum untersucht er denn nichts? Was ist denn das für ein Detective? Der guckt sich das Foto von Andreas Türk an und das war's. Na gut, verlassen wir den Wagen mal. Könnte ich den ganzen Tag machen. Cool. So, wir schauen mal hinten bei den Kindersitzen. Alter, alles dreckig und furchtbar. Das ist voll der Messi. Eine Schülerlotsenweste. Und ein Schraubenzieher. Beweismittel würde ich auch gar nicht mitnehmen, die würde ich auch gleich wieder reinlegen. Warum auch eintüten? Erstmal Twitter aufmachen. Foto für Instagram. Hi, it's Sam. I need a forensic team. Now, I'm not gonna lose another one. Send the team now. Es gab also
also schon mehrere Gewaltverbrechen. Das ist also nicht das erste. Der Officer sitzt.